So, Brüder, holt die Regenschirme raus. Ich glaube, heute wird es sehr wild. Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons im letzten Part. Wir haben sehr viel getan, dass wir uns heute mal diverse Nukmeilen einstreichen werden. Ich bin gespannt, wo. Der Verschleiß ist heiß. Wenn man ein Werkzeug bis zum Verbrechen verwendet, beweist das nur, wie hart man arbeitet. Als Belohnung für diese fleißige Werkzeugzerstörung bekommst du ehrenhafte 100 Nukmeilen. Oder wie? Sind es 100? Sind es vielleicht sogar mehr? 300! Ich bin ein draufgängerischer Rowdy. Rah! Ich wusste es. Oh. Damit hätten wir jetzt 2000, mindestens, weil es gibt hier noch einige andere Sachen, die wir uns einstreichen werden. Vermöbelt. Die Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbel. Umgib dich mit möglichst viel, das dir im Alltag Freude macht. Und erhalte obendrein einen Meilenbonus dafür. Ja, lecker. Wieder 300. Nukmeilen. Und der Titel natürlich ganz klar, der Verschieber. Verschieb mich! Du Schwein! Außerdem Nukphone. Ist das Nukphone schon zu deinem unverzichtbaren Begleiter in allen Lebenslagen geworden? Bisher noch nicht. Mir fehlt der Internetbrowser. Ah ja! Nintendo Switch! Ah ja! Das, die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Dass du diese daraufhin liest, deutet darauf hin. Dafür lässt Nuke Inc. gerne ein paar Meilen springen. Wir sind ein Smartphone-User. Alles klar, das ist schon fast eine Untertreibung. Ich möchte auch schon fast sagen, eine Beleidigung. Aber sonst geht's mir gut. Ja, das sind soweit die Nukmeilen gewesen. Wir haben uns auch, glaube ich, ein bisschen damit beschäftigt. Ah, der letzte Part ist für mich ein paar Momente her. Aber wir waren, glaube ich, damit beschäftigt, uns Holz zu holen. Okay. Ja, moin, Bruder. Falls du mal irgendwas zum Thema einleben möchtest, frag mich einfach, okay? Ach, da fällt mir ein. Hast du schon Erfahrung mit dem Nuke-Portal im Service-Center gemacht? Das ist absolute Pflicht. Man muss es bloß einmal am Tag nutzen, um tolle Nuke-Meilen zu sammeln. Und wenn man das mehrere Tage hintereinander macht, gibt es sogar mehr Meilen auf einmal. Du Ehrenbruder, da muss ich ja direkt dahin zischen. Let's go. Auf ins Service-Center. Und dann werden wir uns Gratis-Meilen holen. Ja, hätte ich das gestern... Ja gut, ich meine, ich habe ja erst ab Mitternacht gespielt, von daher gab es für mich noch kein gestern. Wir gehen an den PC. Oh, wie konnte ich dir das vergessen zu erzählen? Ja, ich sollte dir dieses Terminal kurz erklären. Ja, ja. Das ist ein Nuke-Portal und es wird dein Leben auf der Insel leichter machen und spaßiger. Im Moment bietet es dir zwei Funktionen, Kai. Da wären erstmal Noob-Shipping. Dort kannst du Dinge bestellen, die man auf einer Insel schwer findet. Außerdem dient es als Geldautomat der Nuke Direct Bank. Zudem ist ein Service in Arbeit, über den du Nuke-Meilen gegen diverse Prämien eintauschen kannst. Bitte nutze diesen wunderbaren Funktionsautomaten nach Herzenslust. Sie sind äußerst nützlich. Ja, ja. Willkommen beim Nuke-Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nuke Inc. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nuke-Portal Bonusmeilen. Erster Tag sind 50. Nicht viel, aber immerhin. Dann werden es am nächsten Tag wahrscheinlich 100 sein. Und dein Nintendo ist so albern und sagt dann 60. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Ja, das war's eigentlich. Also ich wollte nur kurz mal reingucken. Okay. Ich habe mir diese 50 Meilen ehrenlos eingestrichen und ich habe nichts dafür getan, außer einmal kurz anzuschalten. Schwein! So, wir machen weiter jetzt hier mit dem Crafting Table. Wie man es auf Minecraft-Basis sagen würde. Eine Wackelgießkanne. Ich würde sagen, rein. Wir stellen das Ding jetzt her. Und haben quasi schon neues Ding in unserem Inventar. Neuen Ausrüstungsgegenstand. Das schmeckt doch. So, ist Tom Nook jetzt zufrieden mit uns? Oder wie ist das? Ah, Random Kai. Ja, hallo, hallo. Ja, ja. Was darf denn sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Ja, was soll ich jetzt tun? Ja, ja. Die ewige Frage des Lebens. Was soll ich jetzt machen? Nun, es gibt auf dieser Insel viele interessante Wesen zu beobachten. Ich meine, außer uns. Ja, ja. Mit Angel und Kescher lassen sich alle möglichen... Ja. Das kennen wir ja schon. Ne? Wie oft soll ich das jetzt noch machen? Ich verkaufe mal was bei Nepp. Und hoffe, dass wir an Geld kommen. Hier laufen zwar noch die Vorbereitungen, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so, gibt es bei uns auch eigentlich täglich neue Sachen. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ja, ich gehe mal gucken. Spitze.
Okay, wir können uns einen Gartenstuhl holen und einen Generator. Falls der Strom mal eng wird, Brüder. Man kennt's. So, das ist Sonstiges. Das können wir uns auch kaufen. Also wir müssen es nicht herstellen. Wir könnten sogar schon eine Schleuder kaufen. Also wir haben noch nicht genügend Geld, aber es würde funktionieren. Und wir haben noch kein Rezept für eine Schleuder. Wir können Orangen kaufen. Ah ja. Ein Nadelbaumsetzling. Ui, das sollten wir uns auch vielleicht mal merken. Ich würde aber ganz gerne was verticken. Bin ich hier denn soweit richtig dafür? Ja, dann verkaufen tut ihr, ja? Ja, deswegen zahlen wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle, das du in der Gegend aufsammelst. Irgendwas werden wir damit schon machen und wir können es eh immer günstiger abkaufen und wir werden es teurer verkaufen. Also, ja, das Geschäft brummt. Ah ja, Neb. Ah ja, der alte Geschäftspartner. Schwein. Ohne Witz. So, die Stachelschnecken. Wir wissen ja... Ja? Auswählen? Achso, ich kann Meeres auswählen. Ja, das ist ja schön. Wir wissen ja natürlich... Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es vergessen. Jedenfalls, naja, bei ihm kann man Sachen verticken, ne? Und das ist halt ganz cool. Und diese ganzen Unkraut und den ganzen Schrott weg damit. Ja, habe ich gar keine Verwendung mehr für. Ich brauche Platz. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne das mal kurz durch. So, insgesamt 2250 Sternis schon. Damit bin ich einverstanden, Bruder. Und jetzt, ihr habt es wahrscheinlich schon direkt gecheckt, ne? Damit wir natürlich auch wahrscheinlich Nukmeilen kriegen dafür, dass wir hier einkaufen, weil wahrscheinlich gibt es dafür auch Achievements. Wir holen uns die Schleuder. Und ich glaube, sie wird sehr lecker schmecken. Let's go. Ich bestätige hiermit von dir, 900 Sternis erhalten zu haben. So, das reicht dann auch. Ne? Was haben wir denn sonst noch so? Die Unschuldsrose. Das bin übrigens ich. Medizin. Wofür ist denn Medizin gut? Kann man hier Game Over gehen oder was? Anleitung für die Schleuder. Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Ich glaube nicht, dass man die nur hier im Shop kriegen kann, sondern dass das so ist von wegen, hey, du willst schneller an diese Sache kommen? Ja, kauf sie dir halt eben dann. Ne, ist cool, das feiere ich. Dass man halt nicht angewiesen ist darauf, mein erstes Bastelbuch. Ja, komm, das kaufen wir auch mal, ne? Wer weiß, was da drin ist. Vielleicht ist da auch sogar eine Schaufel drin, aber was ich sagen wollte... Du beschleunigst das halt ein bisschen so. Und ich meine, es ist legitim. Wir haben Sternis bekommen. Zu einem guten Preis. Jetzt gucken wir kurz auf unser Smartphone mal ein Foto jetzt. Und fertig. Wir hoffen, du hast mit der neuen Anleitung noch mehr Spaß beim Basteln. Du Stute. Gäbe es sonst noch was wir dir andrehen können? Aber wie hast du mich gerade genannt? Gar nichts. Die Firma dankt. Wenn du sonst noch einen Wunsch hast, dann bin ich vertrauensvoll an uns, du Schwein. Was? Ja, Nepp hat komplett die Kicks. Ja, jetzt lacht er noch. Ja, das kann doch nicht sein. So. Wir hoffen, dass wir hier gleich einen Ballon rumfliegen sehen. Deswegen mache ich hier einmal kurz die Runde. So wie man es kennt. Wieder so Zeug, das man verkaufen kann prinzipiell. Jetzt will ich es aber wirklich mal wissen. Wo ist denn der Shortcut? Ich sehe das auf Twitter jedes Mal jetzt, dass die Leute am Shortcutten sind. Also die halten halt... Wahrscheinlich eine Taste gedrückt und können dann quasi aus den ganzen, naja, ich sag mal, Gegenständen, die hier sind, ja, die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die können die halt eben auf eine Taste legen und Shortcutten die machen. Ja, okay, so kann ich switchen mit links, rechts, mit dem... Oh, und sogar abziehen. Okay, das merke ich mir auf jeden Fall, aber es gibt auf jeden Fall eine Taste, so wie... denkt an The Legend of Zelda Skyward Sword, so kann ich es am besten erklären. Ja, ja. Da gab es auch diese Möglichkeit, dass du in so einem Schnellmenü, in so einem kreisrunden Schnellmenü wählen konntest. Und ich suche diese Funktion hier. Locker ist sie noch nicht verfügbar, weil ich im Spielverlauf noch nicht weit genug bin. Man kennt's. Was wollte ich denn eigentlich jetzt treiben? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ganz verzweifelt rumlaufen hat schon relativ viel bewirkt, so. Wir werden aber uns weiter natürlich dem Wackelaxt-Erbau und dem Unkraut einstecken widmen. Moin. Dazu kommt ja noch, dass ich halt eben noch ein paar Steine sammeln wollte.
Edelsteine, nicht Edelsteine, aber Eisenerze im besten Fall. Wobei Edelsteine auch nicht schlecht wären. Hätte ich echt nichts dagegen. Guck mal. Da haben wir einmal das Holz, das Weichholz und den Hartkäse. Eingestrichen. Das ist doch mal eine gute Charge. Kann man immer mit arbeiten auf jeden Fall. Wir müssen aber die Werkbank noch bauen. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo uns Tom Nook auch noch ein bisschen hinführen wollte, glaube ich. Die Tasche ist voll. Ja, wie kann das denn sein? Ja, ich habe doch mehr als genug. Hä? Hinfort mit den Schmetterlingen, ja. Ja, okay, wenn ich dem halt eine Sache gebe, die er schon doppelt hat, das ist ehrenhaft, aber der gibt mir quasi dann eine andere Sache als Austausch. Weil er eine zweite Version nicht mehr annimmt. Ich weiß nicht, was habe ich denn gerade bekommen? Was war es denn jetzt wenigstens? War es irgendwas Gutes denn wenigstens? Wir haben einfach gar nichts bekommen. Soll ich die jetzt wieder freilassen oder was? Ja, okay, also offenbar gibt es da eine Möglichkeit, die freizulassen, von daher gesehen. F, hau rein, Bruder. Wenn ich dich eh nicht mehr gebrauchen kann, dann kannst du auch zischen. So sei es. Die Werkbank. Kommen wir mal wieder darauf zurück. Wir müssen uns einfach mal eine Werkbank bauen. Und endlich auch mal eine Werkbank bauen. Muss mal aufhören, das ganze uffhafte Unkraut einzustecken. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die guten alten Unkrautsammler in diesem Spiel wieder todes am Arbeiten sind. Einfach, weil es sich wahrscheinlich sehr lohnt, wenn du die auf Masse stackst und so. Da liegt einfach eine Muschel. Da lag einfach eine Muschel. Wie auch immer die hier hingeflogen ist, ausgedient. So muss das sein. Müssen wir uns eben eine neue holen. Moin. Ja, wir werden sie aber natürlich direkt verkaufen. Ist klar, oder? Ich meine, wir können sie eh nicht beim Museum einreichen. Also, lass uns bei Nepp ein bisschen ballen gehen. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich muss dir noch erklären, wofür die Kiste da gut ist. Das ist die Krimskram-Kiste. Und sie steht jedem Einwohner zur Verfügung. Die Leute hier legen Sachen hinein, die sie nicht mehr brauchen. Dort landen auch Items, die beim Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja, ja. Wenn dir etwas aus der Kiste gefällt, nimm es ruhig mit. Wenn die Kiste voll ist, wird das älteste Item darin entsorgt. Also warte nicht zu lange, ja? Was zum Teufel? Ja, okay, also das sind aber auch wirklich sehr jähhafte Sachen. Ich meine, ein Karton. Okay, ein Karton. Der klingt interessant. Aber ein Ast? Ach komm, den nehmen wir auch mal mit. Rein da. In mein Inventar. Das heißt aber auch, ich kann wahrscheinlich hier Sachen reinlegen. Eins rausnehmen. Ja, wie rausnehmen? Rausnehmen aus meinem Inventar? Rein in die Kiste? Gute Frage. Wir erlernen mal ganz kurz die Schleuder. Dann haben wir es auch schon mal hinter uns. Wunderschön. Dann halt noch ganz wichtig hier, vor allem wichtig, es ist Tom Nooks Werkbank, es ist nicht deine. Eine Pfanne? Moin. Eine Ocarina? Das muss doch dieses Bastelbuch sein, das wir erlernt haben, oder nicht? Ein Waschbottich. Immer sehr wichtig, Brüder. Ein Steinhocker. Wir machen aber natürlich weiter mit der... Jungs, ich will nicht sagen, wir haben ein kleines Problem, aber ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ich brauche Äste. Das Ding ist, die spawnen mir hier nicht nach. Ich habe jetzt seit 2 oder 3 Stunden nicht mehr gespielt. Und die sind einfach gar nicht... Also es gibt keine neuen Äste mehr. Wie soll ich an Äste kommen, um eine Axt zu produzieren? Wenn ich keine Äste hier kriege. Die spawnen gar nicht nach. Ich bin jetzt schon 2-mal durch die ganze Insel gelaufen, um sicher zu gehen. Ich bin sicher gegangen und es gab einfach keine Äste. Moin. Da muss ich jetzt wohl also zum wirklich sehr ehrenlosen Unkraut-Jäter werden. Denn das ist sehr jäh und gibt mir auch vielleicht gut Sternis. Weil vielleicht kann ich die Äste auch irgendwie bei Nepp kaufen. So, wisst ihr, da ist ja dieser Shop. Ich habe jetzt nicht genau drüber geguckt und ich habe die Angst, dass es da keine Äste zu kaufen gibt. Aber ich meine... Immer Baum rütteln. Ja, okay, ich wollte gerade sagen... Oh, hier noch zum wirklich sehr unangenehmen... Unkraut-Jäter werden.
Also das wäre ja sehr, sehr traurig geworden. Brüder, ich war ganz kurz verzweifelt, aber ich habe mich dann ganz kurz daran erinnert, ey, das habe ich doch schon mal gemacht. Und es lassen sich schon einige Äste aus den Bäumen ziehen, so manchmal 2 Stück. Ich bin mir sicher, vielleicht auch irgendwo vielleicht auch 3, wenn das Spiel vielleicht gönnt, wenn da eine RNG arbeitet, ich habe keine Ahnung. Aber zurück zur Axt, denn jetzt sind wir wieder am Start. Trotzdem bin ich mir sicher, dass entweder die Steine irgendwann ausgehen aus der Insel oder halt eben die Äste, weil du halt die ganzen Bäume schon angerüttelt hast. Und naja, das ist halt sehr unangenehm, ne? Wir machen mal weiter und machen uns noch eine weitere auf Vorrat. Okay, dann eben nicht. Ja gut, Brüder. Wir kommen hier echt nicht von der Stelle. Habe ich irgendwas nicht verstanden oder so? Geil wäre halt, wenn diese wunderschöne Angelegenheit namens Ballongeschenk wieder mal hier auftreten könnte. Damit ich mir... Oh nein, das ist ein Bienennest! Scheiße, Bruder. Scheiße, Bruder! Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich komplett... Ich bin voller Wespenstiche, das war ein Wespennest. Mois. Ja, meine Brüder. Einmal ganz kurz für die Kamera. Warte, das ist meine Schokoladenseite. Wir wurden gestochen. Aber ich rede nicht von einem Tattoo. Wir haben einfach jetzt ein paar Stiche im Kopf. Besser als Messerstiche. Wäre natürlich für den guten Herrn Yonkashi 96, wie er hier natürlich auf werbefreundliche Art und Weise heißt, hätte er natürlich wieder ein bisschen Realness und so, ne? Man kennt's. Der Bruder. Nora auch wieder hier am Angeln. Da hat die sehr Bock drauf. Aber Alter, dieses Wespennest, was kann ich damit anstellen? Ich bin mir sicher, ich brauche das für irgendwas. Ich meine, für Honig wahrscheinlich nicht. Wobei zu Zeiten, in denen die Umwelt eh komplett verrückt spielt, da muss auch sowas vielleicht sogar manchmal hinhalten, man weiß es nicht. Oh Gott, Alter, ich bin immer so... Ah, ich hasse es, an Steine zu gehen, die ich schon quasi... Ne? Ihr wisst, die ich angeschlagen habe. Ich habe das Gefühl, dass das dafür sorgt... dass die mehr kaputt geht. Ich weiß nicht. Was haben wir denn da für einen Goldstein? Okay, es ist Lehm. Wow. Wir müssen wieder irgendwas rausschmeißen. Warte. Heben die Steine erstmal wieder auf und das Eisenerz. Davon sollte ich ja noch was gehabt haben, richtig. Das stacken wir. Ich möchte den Karton auspacken. Einfach, damit wir auch einen freien Platz haben im Inventar. Spricht ja nichts dagegen, Junge. Also machen wir das jetzt doch mal, würde ich sagen. Auf geht das. Ja, da ist unsere Switch, die ist immer noch angeschaltet. Wir schmeißen unseren Inventargegenstand mal, ja, einfach mal. Also erstmal gucken wir, was ist denn im Karton drin? Den kann man bestimmt öffnen, oder? Nein, kann man nicht, aber egal. Das sieht dann ein bisschen nach... Ich muss noch ein bisschen was auspacken, also ich tue so, als hätte ich noch was da, was ich nutzen könnte, um mein Zelt zu, naja, ich sag mal, verschönern, zu vervollständigen. Okay, da geht das nicht, das ist interessant. Alibi-mäßig. Immer schön die Alibi-Karte spielen, Brüder, ihr wisst es. So, genau, das Lehm packen wir ein. Lässt sich bestimmt mal für einiges benutzen. Ich bin gespannt für was. Aber jetzt gehen mir auch wirklich die ganzen Steine aus. Und ich weiß halt auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob 8 Steine und das Holz, was ich habe, ausreicht. Um halt eben jetzt die Werkbank zu bauen. Was eh unser Plan gewesen ist. Wir wollten das ja schon sowieso tun. Und jetzt lässt sich das auch wahrscheinlich umrechnen. Und umsetzen. Wir gucken rein. Also moin, Tom Nook. Geehrter Bruder. Lass mir bitte etwas da, was ich herstellen kann. Ein Strohbett. Immerhin.
Ist aber nicht das, was ich machen möchte. Die Behelfswerkbank. Ehre, wir können sie machen. Und eigentlich hatten wir auch irgendwie alles dafür da. Also ich habe richtig viel Stress gemacht. Ich werf kurz was in die Kiste. Oder ich trage einfach den Tulpenhut. Mein Gott. Stellen wir jetzt mal wirklich ohne genug Parmesan und so, aber die Behelfswerkbank. Es wird Zeit. Wir brauchen unsere eigene. Stellen die auch schön provokativ rechts oder links von unserer Behelfswerkbank, also von unserem Zelt. Jetzt bin ich gespannt, was Tom Duke zu sagen hat. Der hat ja gerade eben geklatscht wie ein Verrückter. Was sagst du? Ah, Random Kai. Ja, hallo, hallo. Ja, ja. Was darf's denn sein? Ja. Die ewige Frage, ja. Er zwingt mich weiterhin, das zu tun. Also ich dachte wirklich, das Spiel ist so linear und ich gehe halt zu Tom Luke und sage ihm, ey, was kann ich machen? Gebt mir irgendeine Aufgabe. Und jetzt ist es wahrscheinlich wirklich erstmal so das anfängliche Kommen erstmal selber klar. Lass mal ganz kurz zu den Luke mal stempeln. Denn jetzt wird sich Folgendes wegverhaftet. Marke Eigenbau. Wenn du zu viele Werkzeuge... Blablabla. Hier, Schwärmer. Läuft. Oder auch besser gesagt, rennt, Bre. Auf dem Holzweg. Ressourcen wie Holz sind eine der Grundlagen für den wirtschaftlichen Aufschwung dieser Insel. Deshalb belohnt Nuke Inc. alle, die den Bäumen möglichst viel Holz abbringen. Wahrscheinlich ohne sie zu zerstören. Holzkopf. Aha. Ja, das bin übrigens ich. So, noch knapp 2000 Meilen und wir hätten quasi unseren Sold getan und unsere Schulden abgearbeitet. Erster Einkauf. Einkaufen ist heilig. Es ist die Grundlage jeglicher Zivilisation und als solches freut sich Nuke Inc., dir für deinen ersten Einkauf auf der Insel einen besonderen Meilenbonus zukommen zu lassen. Wie viel? 300. Ja, ist gut. Sind irgendwie immer 300, kann das sein? Verkaufen statt Horten. Leichtes Gepäck, so heißt die Zauberformel für ein Leben ohne Altlasten. Den ersten Verkauf nicht mehr benötigte Dinge unterstützt Nuke Inc. mit einem Meilenbonus. Ja, lecker. Gibt's sonst noch was? Sieht nicht so aus. Okay. Immerhin halt jetzt noch fast 1100 Sternis. Es läuft. Oh mein Gott, war das wieder mal eine Münze? Eine Münze unter einem Baum? Bruder, so ein Glück habe auch echt nur ich. 100 Sterni-Münze. Neues. Ja, rüttelt also auch an Bäumen, damit ihr gratis Sternis kriegt. Es könnte sich immer eine Münze darin befinden. Wer auch immer die da reingeworfen hat oder wie die da hingekommen ist. Wahrscheinlich ist Eugen hier gerade anders vorbeigezischt und hat die einfach fallen lassen. Fast wäre die einem auf den Kopf gefallen. Wie asozial. Ich wette, es gibt auch locker so ein Achievement für rüttle tausendmal an Bäumen oder sowas. Sowas richtig, naja, dummes halt. Aber jetzt die Werkbank, meine Brüder. Wir werden sie jetzt platzieren. Okay. Ist das ganze Unkraut im Weg? Oder was? Hallo? Ach, jetzt ist... Hä? Jetzt ist genug Platz, aber eben war nicht? Oder ich komme nicht klar. Her damit. Die war so klein. Ich dachte, die deckt fast die ganze Zeltgröße ab von der Länge und Breite her. Aber jetzt können wir sie eigentlich ganz gechillt hier links davon platzieren. Bruder, ich glaube, ich halte mich, was das Ganze angeht, mal bedeckt. Sehr bedeckt. Ihr habt die Größe von dem Teil eben gesehen. Na also, jetzt liegt das Ding aber komplett schief. Ich würde es halt ganz gerne direkt beim Zelt haben.
Tut mir leid, dass ich so ein Allmann bin, aber ja. Was können wir jetzt damit machen? Ach so, jetzt geht verschieben auf einmal, aber eben ging's nicht. Ich komme nicht klar. Okay, es geht halt wirklich nicht weiter an, an das Zelt. Danke, unsichtbare Wand, für diese ultimative Gönnung. Jetzt baue es doch nicht ab, ich wollte doch was damit tun. Ich meine, was soll ich tun? Ja, genau, das wollte ich halt haben. Ich tue mich gerade sehr schwer hier, ne? Unkraut. Nutzen wir jetzt mal für den Blättchenschirm. Und damit hätten wir ihn. Wir wollten ihn lange schon gemacht haben und hergestellt haben, aber jetzt ist endlich mal Platz dafür. Und Zeit dafür gewesen. Wird sich wahrscheinlich benutzen lassen, nehme ich jetzt mal an. Also ich kann ihn wahrscheinlich... Gut, ich kann ihn platzieren. Kann ich ihn auch anziehen? Kann ich ihn tragen? Wir machen den Live-Test. Ausrüsten. Ah ja. Aha. Ich würde sagen, mit diesem wirklich sehr, sehr bedeckt haltenden Blick beende ich den Part. Hier, wo haben wir denn diese Wabe? Hallo? Sag mir, ich habe diese Wabe nicht. Doch, da ist sie doch. Das Wespennest. Ich lege es mal ganz kurz ab. Damit wir das natürlich fürs Thumbnail uns einverleiben können. Ja, also hier, das ist das heutige Geschehnis gewesen. Wespennest und die Kicks. Haut rein und ciao, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Haut rein und ciao.